Hallo ihr Lieben, ich habe euch auf Instagram in meiner Insta-Story dazu aufgefordert, mir Fragen zum Thema Uni und Studium zu schicken. Noch nicht direkt zu meinem Studiengang, denn dazu kommt noch ein anderes Video. Aber einfach mal so überhaupt zum Thema Uni. Und das habt ihr gemacht. Wenn ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, macht es unbedingt. Denn wenn es mal so Q&As oder sowas gibt, dann werde ich eigentlich immer auf Instagram nach Fragen fragen. Jedenfalls vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Ich werde natürlich nicht alle beantworten können, aber ich habe mir ein paar coole rausgesucht. Deswegen tut mir leid, wenn ich eure Frage jetzt nicht beantworten werde. Aber eventuell kann auch sein, dass dann direkt zu diesem Thema überhaupt ein einzelnes Video kommt. Zuallererst solltet ihr wissen, wenn ihr es noch nicht wisst, ich habe Germanistik im Hauptfach studiert, also deutsche Sprache und Literatur. Und im Nebenfach Skandinavistik, also skandinavische Sprache und Literatur. Das Ganze habe ich hier in Freiburg studiert, an der Albert-Ludwigs-Universität, also keine Hochschule oder sowas, sondern einfach eine ganz normale Uni. Ich bin eigentlich komplett fertig, ich warte nur noch auf mein Zeugnis. Ich habe meine Bachelorarbeit vor ungefähr einem Monat abgegeben, habe sie bestanden mit einer sehr guten Leistung. Also ich bin schon zufrieden. Aber zu meiner Bachelorarbeit kommt dann auch nochmal ein separates Video. Ich habe nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen die Frage bekommen, ob ich noch überlegt hatte, was anderes zu studieren und wie ich mich dazu entschieden habe, dann Germanistik zu nehmen. Und lustige Geschichte, aber ja, es war tatsächlich so. Ich habe schon immer gerne geschrieben und gelesen. Ich habe mir auch im Kindergarten das Schreiben und Lesen selber beigebracht. Ich habe dann immer Kindern was vorgelesen, so mit 5 Jahren oder 4 Jahren oder so, also richtig lustig. Und deshalb war schon immer so diese Verbundenheit zum Schreiben und zum Lesen da. Ich habe mein komplettes Leben geschrieben, also ob es Artikel waren oder Geschichten oder keine Ahnung was. Also ich habe immer irgendwas geschrieben und gelesen sowieso. Ja, und deshalb war für mich eigentlich schon immer irgendwie unterbewusst klar, dass ich das studieren möchte. Aber es gab natürlich auch immer Teile in meinem Leben oder Phasen in meinem Leben, in denen ich was anderes werden wollte. Und letzten Endes, so ich sag mal die 3 Jahre bevor ich quasi das dann studiert habe und bevor ich dann zu der letztendlichen Entscheidung kam, habe ich mich lustigerweise auch dafür interessiert, Immobilienwirtschaft dual zu studieren. Habe dann auch ein Praktikum gemacht und dann wurde mir ziemlich schnell bewusst, dass es nicht so cool ist wie bei Mieten, Kaufen, Wohnen im Fernsehen. Oh, ja gut, aber ja, ich habe dann einfach gemerkt, das ist halt nichts für mich. Also ich bin halt eher ein kreativer Mensch, der sich so ausleben muss und so weiter. Und da ist halt sowas wie Wirtschaft, also BWL und sowas, nicht so passend. Habe ich einfach für mich gemerkt. Ja, deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich habe dann auch noch überlegt, ob ich statt Skandinavistik im Nebenfach Anglistik studieren soll, also englische Sprachliteratur, weil ich einfach Englisch liebe. Ich schaue meine ganzen Serien und Filme, also nicht alle, aber die meisten auf Englisch. Und ich bin auch echt sehr, sehr gut in Englisch, würde ich spontan sagen. Also meine Noten waren immer gut und ich kann mich auch sehr gut verständigen und reden und alles Mögliche. Und ich mag die Sprache einfach sehr, sehr gerne. Aber ich wollte mich dann so ein bisschen challengen und was Neues lernen, weil Englisch kann ich ja schon. Natürlich jetzt nicht wie eine Muttersprache oder so, aber es ist schon ganz gut. Deshalb wollte ich eben noch eine weitere Sprache lernen, also Schwedisch in dem Fall. Ich konnte mich entscheiden zwischen mehreren Sprachen, aber ich habe dann Schwedisch gewählt. Und ich wollte halt einfach mal was ganz anderes noch machen. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ja gut, eine Zeit lang wollte ich natürlich auch Tänzerin werden. Also Hip-Hop-Tänzerin, irgendwie so Bühnen und Bühnentanz, Pädagogik, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, so ja, es ist halt ein Hobby von mir, aber muss ich jetzt auch nicht mein komplettes Leben beruflich machen. Ja, das waren so die Sachen, die noch in Frage gekommen wären. Germanistik war irgendwie so immer schon klar. Ich weiß auch nicht, ich habe geguckt, was man so mit Sprache und Literatur studieren kann und dann war das natürlich sehr, sehr naheliegend. Julia.ws03 hat mich gefragt, was findest du besser, die Zeit in der Schule oder die in der Uni? Und das ist, finde ich persönlich, glaube ich, sehr, sehr Geschmackssache, weil bei mir war es einfach so, ich hatte keine besonders coole Schulzeit. Ich habe, also ich war logischerweise auf dem Gymnasium und ich habe aber innerhalb der Stufe einmal die Klasse gewechselt, weil es halt Probleme mit den Mitschülern gab und so weiter. Ich wurde halt auch immer ein bisschen so gemobbt und deshalb habe ich einmal die Klasse gewechselt und dann sogar letztendlich die Schule gewechselt irgendwann. Deswegen, und ich war halt nie so richtig so zu Hause in der Schule. Ich weiß auch nicht, ich habe mich eigentlich immer unwohl gefühlt. Klar, es gab immer Fächer, die ich mega, mega mochte. Zum Beispiel eben Deutsch und Englisch und sowas. Aber die Schulzeit war nicht cool für mich. Also überhaupt nicht. Die Unizeit war interessant. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil man einfach viel mehr Freiheiten hat. Also zumindest bei meinem Studiengang. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Medizin oder Jura oder sowas ist. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich mal ein Video über andere Studiengänge mache, zum Beispiel Medizin oder Jura oder andere Sachen, dann sagt Bescheid, weil ich habe viele Freunde, die total andere Sachen studieren als ich. Deswegen
wenn euch das mal interessiert, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare und auch, was euch so interessieren würde. Fällt mir jetzt so gerade so spontan ein. Jedenfalls war es bei mir im Studium und ich glaube allgemein eben bei so geisteswissenschaftlichen Fächern ist es einfach so, dass man viel mehr Freiheiten hat, was den Stundenplan betrifft. Man kann ihn sich einteilen, wie man will. Ich habe es immer so gemacht, dass ich meine Stunden ziemlich früh an den Tag gelegt habe, dass ich den Rest vom Tag einfach frei habe. Was natürlich aber auch nicht immer geht, weil manche Vorlesungen gibt es eben nur einmal. Bei Seminaren war es bei mir so, dass man quasi die Wahl hatte zwischen verschiedenen Seminaren. Also ein Seminar ist so ein bisschen wie so ein Schulunterricht. Also zum Beispiel ein Seminar zu Goethe oder sowas. Und dann hat man ein Semester lang jede Woche 2 Stunden bzw. 90 Minuten zu diesem Ding. Und da sind halt immer so 30 Leute ungefähr drin, auch weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das sind Seminare und da kann man sich halt zwischen verschiedenen Themen entscheiden. Und dann gibt es aber eben auch zum Beispiel Vorlesungen, die einfach jeder besuchen muss. So Einführungsveranstaltungen, wie zum Beispiel so halt die Einführung in die Linguistik, die Einführung in die Mediävistik, die Einführung in das, die Einführung in das, solche Sachen oder auch später einfach Vorlesungen, die einfach Pflicht sind. Und da hocken dann halt echt, also bei uns waren es schon so 200 bis 300 Leute oder so. Deswegen kann man sich natürlich nicht immer alles aussuchen von den Zeiten, wie man möchte. Aber man hat auf jeden Fall viel mehr Freiheiten als in der Schule. Aber das fand ich auf jeden Fall viel, viel cooler und auch die Leute sind einfach viel verschiedener. Also da merkt man halt einfach, dass die schon, also dass die Menschen an sich einfach schon ein bisschen älter sind und sich selber gerade finden irgendwie. Sehr viele verschiedene Menschen da gewesen. Und es war auch immer interessant, neue Leute kennenzulernen, weil in jedem Seminar eigentlich andere Menschen sind. Es sei denn, man macht halt sich so ein Grüppchen, mit denen man alles belegt. Aber man hat halt gut die Möglichkeit, viele verschiedene Menschen einfach kennenzulernen. Yara.bü oder Bue fragt, wie findet man den richtigen Studiengang für sich? Das ist eine gute Frage. Also ich würde einfach mal überlegen, was macht dir Spaß? Hast du vielleicht irgendwelche Hobbys, die man zum... Also wo es halt irgendwas gibt, was damit zu tun hat, was man studieren kann, ich weiß es nicht. Oder hast du einfach irgendwelche Interessen? Es gibt ja auch im Internet irgendwelche oder auch beim Arbeitsamt irgendwelche Tests, die man machen kann. Oder auch im Internet gibt es ja auch irgendwelche Tests, wo man eben rausfinden kann. Also ich meine jetzt nicht auf Teste dich oder so, sondern ich meine halt wirklich seriöse Tests, wo man herausfinden kann, welcher Studiengang oder welche berufliche Richtung, welcher Job oder so weiter und so weiter für dich geeignet ist. Deswegen, ich würde einfach mal ein bisschen googeln oder eben auch für dich selber nachdenken, okay, was macht mir eigentlich Spaß? Was könnte ich mir vorstellen, mein Leben lang zu machen? Deswegen würde ich da mal gucken, was macht dir Spaß? Was kann man daraus beruflich machen? Und wenn du da nichts siehst, dann würde ich irgendwelche Tests machen. Das hat mir eigentlich auch ganz gut geholfen. Alex-71428 hat mehrere Fragen. Und zum einen, wie läuft eine Vorlesung ab? Eine Vorlesung läuft in der Regel, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle Studiengänge sprechen, aber normalerweise sind die, glaube ich, ziemlich gleich. Die läuft so ab, dass man in den Raum kommt, in den Riesenraum kommt, sich hinsetzt, seinen Laptop dabei hat oder seinen College-Blog oder auch eventuell nur zuhört. Das kommt immer drauf an. Und dann kommt der Dozent rein oder er ist schon drin und entweder redet er nur und liest quasi gefühlt sein Skript vor. Dann erzählt er die ganze Stunde bzw. die ganze Vorlesung über, je nachdem wie lange es geht, etwas über dieses Thema. Man schreibt mit und lernt für die Klausur das ganze Zeug zu verstehen oder auswendig oder wie auch immer man es halt eben anwenden muss. Wenn man keine Klausur schreibt, das gibt's auch, dann muss man eventuell Protokolle abgeben, das hatte ich auch schon. Oder bei manchen ist es auch nur Pflicht anwesend zu sein und sonst nichts, dann es ist halt dein Ding, ob du mitschreibst oder nicht. Es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, und am Ende ist er fertig und du kannst aufstehen und gehen. Vorlesungen waren auch immer sehr, sehr gechillt, muss man sagen. Also viele Leute essen oder manche Leute in den letzten Reihen bringen ihr Waffeleisen mit und machen Waffeln. Also das gab es auch schon. Und außerdem gibt es dann eben noch die Frage, welche Noten gibt es da? Und das ist auch immer unterschiedlich. Also ich hatte Studienleistungen und Prüfungsleistungen. Studienleistungen bedeutet einfach nur, dass man ein Fach oder eine Vorlesung, ein Seminar, ein Ding quasi bestehen muss, sondern es ist egal, was für eine Note du hast, du musst halt eine 4,0 haben oder also wenn du letztendlich dann eine 1,0 hast und eine 4,0 ist total egal, weil du einfach nur bestanden hast oder eben nicht und wenn du eine Prüfungsleistung hast, bekommst du eine Note und das ist in meinem Fall immer, also du musst mindestens eine 4,0 haben, sonst bist du durchgefallen. Und wenn man bestanden hat, gibt es mehrere Möglichkeiten an Noten. Also im besten Fall hast du eine 1,0, dann gibt es 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7, 3,0 und so weiter und so fort bis 4,0 eben. Und ja, sowas bei mir. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich überall so ist. Mona.e7 fragt, wie schreibt man eine gute Bachelorarbeit? Ich brauche unbedingt Tipps. Da antworte ich nur ganz kurz und zwar einfach machen. Aber das ist natürlich ein blöder Tipp, aber dazu kommt auch noch ein Video. Also
Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr Probleme habt, Abschlussarbeiten zu schreiben, überhaupt irgendwelche Hausarbeiten oder in der Schule gibt es das ja auch, da gibt es ja diese Seminararbeiten oder sowas, Seminarkursarbeiten, irgendwie sowas, das hatte ich nicht, aber ich mache nochmal ein Video dazu mit Tipps einfach für Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Abschlussarbeiten und so weiter und so fort. Fiona WGNR fragt, nur Bachelor oder Bachelor und Master? Ich habe für mich jetzt erstmal entschieden, es beim Bachelor zu belassen, weil es bei mir beruflich auch so läuft, wie es halt jetzt gut ist. Also ich bin zufrieden und ich will halt gucken, was sich jetzt so, also was sich aus den Sachen ergibt, die ich jetzt so mache. Deswegen will ich es erstmal dabei belassen, weil ich ihn einfach nicht brauche momentan. Aber ich lasse es mir natürlich offen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in 3, 4, 5 Jahren sage, vielleicht wäre es nicht schlecht, den doch noch zu haben, dann kann ich ihn immer noch machen. Deswegen eher nicht, weil ich ihn nicht brauche, aber ich halte es mir offen. Übrigens werde ich auch noch Videos drehen zum Thema Zeitmanagement und Organisation und alles, weil ich eben auch viele Fragen dazu bekomme, wie ich es alles gebacken bekommen habe mit Job und Uni und Tanzen und YouTube und Freunde und alles Mögliche. Deswegen, dazu kommt auch auf jeden Fall noch ein Video. Das waren eure Fragen zu Uni und Studium im Gesamten. Wenn euch spezielle Videos zu verschiedenen Sachen von der Uni oder von Organisation im Studium oder keine Ahnung, Wochenplanung, in dem Sinn alles Mögliche, Zeitmanagement oder so, oder auch andere Studiengänge interessieren, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euch da interessiert. Und wenn ihr was anderes studiert als ich und die Fragen bei euch andere Antworten haben, dann schreibt mir die auch mal in die Kommentare, dass andere davon profitieren können. Wenn ihr zum Beispiel Forstwissenschaften studiert oder keine Ahnung was alles, das ist dann vielleicht ein bisschen anders. Und wenn das dann jemand liest, der das auch studieren möchte, dann hat der schon mal die richtige Antwort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!